In einer Industriehalle in Laufen im Basel-Land treffen Form, Farbe und Ideen furios aufeinander. Es ist im Atelier vom Künstler Dave. Der Dave hat mit einer einzigartigen Mischung von Bildhauerei, Malerei und Performance eine eigene Kunstrichtung ins Leben gerufen. Der Fusionismus. Dieser Stil ermöglicht dem Künstler, vielschichtige Geschichten zu erzählen. Eigentlich am Anfang habe ich das gar nicht gedacht, dass das für mich wichtig ist, Geschichten zu erzählen. Ich habe eher gemerkt, dass Fusionismus Geschichten erzählt. Also es ist ja so, dass ich natürlich ein Relief mache und dann wirklich das mal. Und das erzählt sogar Geschichten. Ich kann selber vorne durchlaufen, weil es kommen ja Millionen Bilder auf einem zu. Mit dem kleinsten Schritt, den man macht. Und das Spannende ist für mich natürlich, dass mir die Leute dann Geschichten erzählen, wenn sie vor einem Relief stehen. Oder so einige, die ein Bild gekauft haben, die wirklich sagen, hey Dave, hast du das schon mal gesehen? Komm noch mal schauen, hast du das absichtlich gemacht? Und. Also, eigentlich ist so ein Relief, das ist völlig etwas Kompaktes, weil klar mache ich von links vor rechts Bilder, aber auch im Unterbewusstsein oder so, wie ich es darstelle, entstehen noch viel mehr Bilder, als ich eigentlich kontrollieren kann. Und das ist eben das Spannende daran. Und das tut mich immer begeistern, wenn ich auf dem Relief mal, darum ich könnte mir nicht mehr vorstellen, flach zu malen. Das ist wirklich nur zum Entwerfen. Weil mit dem kleinsten Schritt, den man macht, sieht man etwas Neues und es ist eine neue Geschichte, die man erzählen kann. Von Stein über Styropor zur lebendigen Haut. Der Dave schafft mit einer Vielzahl von Materialien und kombiniert die miteinander. Materialien sind bei mir wirklich. Es kann alles sein. Es kann wirklich alles sein. Also eben, es können Menschen sein, die ein Relief bilden, es kann Kunststoff sein, es kann Holz, es kann alles zusammen sein. Und für mich ist es auch spannend, dass ich ganz verschiedene Arten drangehe. Also momentan in jeder Phase, wo ich das Relief verbrenne, also irgendwie Kunststoff verbrennen, mit heissen Lampen arbeiten, mit Lösungsmitteln. Aber dann habe ich auch früher schon aus Holz Relief gemacht. Und natürlich der Stein ist etwas, wo ich schon eine grosse Vision haben. Also ich habe früher so viel in Stein gemacht, ich habe fast alles in Stein gemacht. Und von dort her komme ich eigentlich auch aus dem Stein raus. Das würde ich auch sehr gerne machen. Die Materialien sonst, ist wirklich, es können Alltagsgegenstände sein, die zu Relief werden. Es können ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben. Das ist für mich immer auch ein spannender Aspekt vom ganzen Relief, wie es am Schluss dann auch aussieht. Phosphor gehört zu seinem Arbeitswerkzeug und schafft nochmal eine zusätzliche Dimension. Das Phosphor gibt mir erstens einmal die Möglichkeit zum Skizzieren, um die Idee oder die Bilder zu entwerfen. Aber das Spannende ist dann, dass die Bilder, es gibt eine neue Überlagerung, wo ich natürlich, muss ich vorstellen, ein Relief, das allein schon eine Bedeutung hat. Das
Relief kann ja irgendwie eine Figur oder irgendetwas schon darstellen. Dort drauf wird dann fusioniert. Also das heisst, da wird links, rechts verschiedene Bilder gemalt plus von vorne. Aber das Phosphor ermöglicht mir, die ganze Geschichte weiter zu erzählen. Also das ganze Thema, das ich im Relief und wo man am Tag sieht, von links nach rechts mit unzählig vielen Bildern, das kann ich genau gleich im Dunkeln nochmal genau gleich weitermachen. Also ich kann im Dunkeln über das andere mit dem Phosphor wieder etwas drüber malen und die Geschichte eigentlich weiterverzählen. Mit einer einzigartigen Serie von Skulpturen zu den Fußballweltmeisterschaften ist er offizieller FIFA-Künstler geworden. Dort treffen seine Liebe zur Kunst und die Begeisterung für den Fußball aufeinander. Für die FIFA ist es natürlich für mich eine spannende Geschichte, weil ich habe im 97 mal einen Weg gemacht und die Idee hatte, dass wirklich das Weg zwischen Halbfinale und Finale von beiden Teams signiert wird. Das hat es vorne eigentlich noch nie gegeben. Die WM gibt es seit 1930 und für mich ist es total spannend gefunden, diese Fusion. Und ich habe auch gemerkt, das ist so ein grosses Spannungsfeld, alles mit der FIFA. Und das Schöne ist, dass ich im 98 angefangen habe mit dem. Und dann eigentlich in 2002, 2006, 2010, das eigentlich immer machen konnte. Wobei, ich muss ehrlich sagen, das ist natürlich immer ein riesen Hitchcock gewesen, dass ich es überhaupt schaffen konnte. Vielmal hat die FIFA so gar nicht gewusst, ob es möglich ist. Und dann habe ich immer sagen, nein, ich komme einfach und wir probieren es. Und da ist, es ist wirklich extrem schwer jedes Mal gewesen. Und das ist, natürlich, ja, eine sehr spannende Geschichte, aber sie hat auch recht viel Zeit gebraucht und es war extrem schwierig, das muss ich schon sagen. Seine Kunden sind hauptsächlich aus der Privatwirtschaft und haben einen persönlichen Bezug zum Dave. Wie sieht denn seine Arbeit mit der Galerie aus? Ich habe einmal mit Galerien zusammen geschafft, aber für mich sind die ein bisschen, ja, was soll ich sagen, ja, es ist ein bisschen zu langweilig für mich. Das ist für mich nicht so ein Bewegungsfeld oder etwas, was hier passiert. Das ist einfach so, okay, es ist Kunst, es wird dort angehängt. Der ganze Prozess, wenn ich mit einer Firma arbeite oder mit einem CEO oder mit irgendjemandem arbeite, das ist viel spannender, bin ich direkt am Puls. Und das finde ich viel spannender als irgendwie über einen Galerist, der dann hier seine Räumlichkeiten und das und ein paar Sachen, Ideen hat. Und ich will mich natürlich nicht unterordnen oder will ja eh machen, was ich will. Und von dem her ist für mich das Feld von der Spannung viel grösser, wenn ich direkt mit einer Firma zusammenarbeiten kann. Was für ein Denken steckt hinter dem Arbeiten von so einem Künstler und wie will Dave seine Visionen umsetzen? Menschen haben ein kleines Problem, dass sie wie in einem Korsett drin sind. Wenn man heute die ganze, also sagen wir so, man schaut Geschichte an von der Menschheit und man schaut, wie wir heute hier stehen und was für Probleme wir haben. Also, eigentlich sollten wir auch mal komplett umdenken. Also, ich sage einfach, ich hoffe, dass in der Zukunft, und ich glaube doch, dass das Internet eine Chance dazu sein, dass einfach das Kreative, das Ehrliche, das Entwerfen, neue Ideen haben, dass das in der ganzen Gesellschaft mehr Gewicht bekommt als alle Blockaden, Gesetze und Sachen, die man hat. Weil wir müssen ein paar andere Sachen überwerfen. Der Mensch ist genug intelligent, für sich eigentlich aus der Schlinge rauszuziehen. Er macht sich nur selber kaputt, wenn er sich die Chance nicht lohnt. Also, das Kreative von allen Menschen könnte man wirklich, mit der heutigen Zeit ist es möglich, dass man das auf den Punkt bringt und in eine bessere Zukunft. Für mich persönlich ist es recht wichtig, dass man alle Kinder in die Schule schicken kann. Und klar, es ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber das ist eigentlich mein Antrieb. Mit jedem Weg, den ich mache, möchte ich auch, dass ich irgendwann auch Schulen aufbauen kann oder verschiedene Sachen machen. Weil ich sage, das Wissen ist das wichtigste Gut auf dieser Welt, dass die Kinder alle wirklich mit Wissen aufwachsen und nicht einfach nicht die Möglichkeit dazu haben.